Hallo und herzlich willkommen bei Dear System, dem Kanal über Trauma, Folgestörungen und Persönlichkeitsvielfalt. Das letzte Mal habe ich dir erklärt, was wir unter einem Trauma verstehen, welche Merkmale das Ganze hat und damit du auch weißt, was passiert denn eigentlich danach, habe ich mir überlegt, heute zu erzählen, was eine sogenannte akute Belastungsreaktion, die ABR, überhaupt ist. Die ABR passiert ziemlich zeitnah nach dem Erlebnis. Sie wird auch Nervenzusammenbruch genannt und ist eine Reaktion des Körpers, die von Minuten über Stunden, Tage, aber bis hin zu 4 Wochen anhalten kann. Und sie ist ja eine Schutzfunktion im Prinzip. Ich nenne dir mal ein paar Beispiele und Symptomatiken vielleicht. Also du hattest selber ein Erlebnis, was dich einfach sehr schockiert und danach bist du sehr gefühlstaub. Du gehst durch die Welt, durch deinen Alltag und denkst dir nur, was mache ich hier überhaupt? Das Leben ergibt so überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist total fremd. Alles ist trist, in Zeitlupe, fühlt sich total surreal an, weil du denkst, ich habe das gerade erlebt. Wie können alle anderen so normal weiterleben? Und der Fachbegriff dafür ist Depersonalisation oder Derealisation und ist eben auch ein Schutzmechanismus. Etwas anderes, was häufig nach Trauma passiert, ist die sogenannte Traumafokussierung. Darunter ist zu verstehen, dass deine Gedanken sich nur noch darum drehen. Wieso ist es passiert? Was hätte ich anders machen können? Vielleicht hast du aber auch Schuld- und Schamgefühle dir selbst, aber auch anderen gegenüber. Es kann auch passieren, dass du nur noch im Kopf Bilder über die Situation hattest, was passiert ist im Detail. Das kann sehr intensiv sein, das kann aber auch alles sehr matt, distanziert, stumpf sein. Ja, dass du wirklich wie so ein Film oder Diabilder, die nacheinander einfach aufploppen, die vielleicht auch erstmal gar nicht damit im Zusammenhang stehen. Dass du ja permanent dich wirklich fragst, wieso, weshalb, warum. Also irgendwie dein Leben, dein Körper, dein Fokus ist nur noch auf das Geschehen und was dadurch vielleicht alles noch in Frage gestellt wird, fokussiert. Was auch sein kann, ist, dass du Erinnerungslücken hast. Und gerade Amnesien, Blackouts sind ja ein Schutz des Gehirns, des Unterbewusstseins. Sie sorgen dafür, dass du nicht noch mehr Reize aufnehmen kannst, beziehungsweise zeigt auch ganz klar, dass du jetzt noch gar nicht bereit bist, alle Reize, die du aufgenommen hast, zu verarbeiten. Denn wenn wir etwas wahrnehmen, kommt ja irgendwann auch der nächste Schritt. Und das kann einfach zu viel sein. Nicht nur rational, sondern eher emotional, kognitiv, dass du gegebenenfalls noch gar nicht die Ressourcen hast, um da drüber wegzukommen, beziehungsweise damit überhaupt zu arbeiten. Und deswegen hat, ne, die Zauberkopfmaschine wieder dafür gesorgt, dass du nur das erlebst und erstmal behältst, was du auch aushalten kannst, psychisch und emotional. Ja, ein anderer Klassiker würde ich sagen, sind Ein- und oder Durchschlafstörungen. Das heißt, du hast Schwierigkeiten, du hast Gedankenrasen, du versuchst dich abzulenken, weil du vielleicht auch weißt, jetzt kommt eine Ruhephase. Das halte ich gar nicht aus, weil Ruhephasen geben meinem Körper, meinem Unterbewusstsein das Signal, wow, jetzt habe ich die Möglichkeit, das Erlebnis nochmal vorploppen zu lassen. Und Gedächtnislücken, ja, sind auch wie der Nervenzusammenbruch als solches einfach wieder ein Schutz. Ja, der Schutz vor dem, was du erlebt hast. Und die Durchschlafstörungen können eben auch damit zu tun haben, dass der Körper Angst hat, abzuschalten, diese Ruhe zuzulassen. Vielleicht fühlst du dich aber auch gar nicht sicher in der Umgebung, in der du schläfst. Das heißt, deine Alarmsysteme sind alle hochaktiviert. Beim kleinsten Geräusch oder bist du wach. Es kann natürlich sein, dass das Ganze noch gepaart ist mit Albträumen oder gefühlsintensiven Träumen, sei es über das Geschehen selber, was du erlebt hast. Es können aber plötzlich auch Erinnerungen wieder aus der Vergangenheit sein, die ein ähnliches Thema, ähnliche Gefühle, ähnliche Gedanken auslösen oder Körperschmerzen. Es kann aber auch sein, dass da ganz, ganz andere Sachen an die Oberfläche plötzlich kommen. Also man nennt das retraumatisiert. Das heißt, du hast etwas erlebt, das erstmal gar nicht im Zusammenhang mit einer Vorerfahrung stehst, die du so vielleicht auch gar nicht eingeschätzt oder bewertet hast und plötzlich erkennst du Parallelen. Also du bist retraumatisiert, da ist wieder was hochgeholt worden, was bis dato sehr sicher woanders war. Genau, Thema Wachsamkeit. Also einmal hat man so diese Anspannung. Bei mir ist das zum Beispiel so,
seitdem ich gelernt habe oder verstanden habe, was es heißt, mal zu entspannen, ist mir klar, dass ich mein Leben lang angespannt war. Dass ich immer so gegangen bin, dass meine Schulter- und Nackenpartie komplett zu sind. Selbst Osteopathie, Physiotherapie helfen nicht ausreichend, beziehungsweise sind noch zu viele Blockaden anderweitig bei mir, dass ich permanent den hier mache, obwohl ich in einer Umgebung lebe, die wesentlich sicherer oder für mich sicher ist. Ist das einfach so drin? Oder dass du Alarmsysteme entwickelst, du fängst an zu scannen. Sagen wir mal, das Merkmal deines Erlebnisses ist eine Brezel. Und dein Alltag ist irgendwie voll von Brezeln. Dir fällt plötzlich auf, oh Mist, wenn ich dahin gehe, begegne ich einer Brezel oder da sehe ich eine Brezel. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Brezel sehe, ist einfach sehr hoch. Also fängst du an zu überlegen, okay, was kann ich machen? Welche Strategien kann ich mir aneignen, um der Brezel einfach erstmal zu entkommen, sie zu umgehen, weil du dich einfach nicht mit ihr konfrontieren kannst und willst. Ja, das heißt, permanent überlegst du und machst du. Dein Körper ist also wieder High Stress Level nonstop 24/7, auch wenn du das bewusst so vielleicht noch gar nicht mitbekommst. Und genau, auch das verbraucht einfach sehr, sehr viel Energie, wieder körperlich als auch emotional. Du bist also sehr wachsam oder schreckhaft. In den krassesten Phasen hatte ich das so, dass selbst wenn ich meditiert habe und entspannt war, ein Vogel ein Geräusch macht und ich innerlich so tief zusammengezuckt bin, dass ich ganz dolle Angst, ich hatte Todesangst danach, weil ich so erschrocken war und nicht damit gerechnet habe. Und ja, das kann halt auch sein. Das gibt es natürlich in unterschiedlichen Abstufungen, ne? Das gibt es von so bis wesentlich weniger. Nimm mich da bitte nicht als Maß. Ja, was auch sein kann, ist natürlich Vermeidungsverhalten. Nicht nur Vermeidung gegenüber der Brezel, Vermeidung gegenüber Menschen, Orten, Gerüchen, Songs, Umgebungen, Lebensmittel, Geschmäcker. Da fällt alles rein, was für dich in dem Moment einfach zu einer Belastung wird. Was für Außenstehende durchaus unnachvollziehbar ist in dem Moment. Für dich ist es aber gerade schwierig. Und dann sagt dir dein Körper auch ganz klar, das geht gerade nicht. Und vielleicht kennst du das, dass wir Dinge oftmals gleich gar nicht verstehen, sondern dass es im Nachhinein ganz oft erst so, ah, ergibt Sinn macht oder so ein Aha-Plop-Effekt. Zumindest geht es mir so. Und ja, versuch da einfach mal auf dich zu hören, auf deine inneren Stimme, auf deine Gefühle und das auch erstmal so anzunehmen. Auch wenn du dir denkst, mein Glaubenssatz oder mein Weltverständnis sagt aber was ganz anderes. Oder der Klassiker, ging ja sonst auch. Ja, also komm da ein bisschen mehr in Mitgefühl und Mitliebe und du darfst gnädig dir selbst gegenüber sein und Gutes tun und auch mal Dinge nicht machen. Ja, auf der emotionalen Ebene macht das natürlich auch ganz viel so ein Erlebnis, beziehungsweise die Belastungsreaktion ist ja so, dass ich gesagt habe, High Stress und da passiert emotional ganz viel. Du bist aufgewühlt, alles ist in Alarmbereitschaft, das heißt, du spürst Dinge, Gefühle sehr, sehr intensiv. Es kann sein, dass du Hass, Ärger, Wut, Traurigkeit, Verzweiflung, Ohnmacht, dass du das plötzlich ganz präsent, ganz intensiv und stark fühlst und selber vielleicht auch schon denkst, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu viel, ich weiß gar nicht, wie ich das handeln soll. Weg mit dir. Ja, es kann auch sein, dass du sehr reizbar bist, dass du... Ich hatte Phasen, ich habe Streit gesucht, ich hatte so viel Energie und wusste nicht, wohin damit und wollte das A rauslassen und B wollte ich dem anderen einfach sagen und zeigen, wie doof und inkompetent und unempathisch er gerade ist. Ja? Also auch das kann einfach passieren. Genau, das erstmal so grob zu den Symptomen überhaupt als solches. Und was ich nochmal sagen möchte, wenn du merkst, dass du in einer Belastungssituation bist einfach, dass du emotional, psychisch als auch körperlich gerade sehr eingespannt bist, beziehungsweise merkst, es geht sehr rapide runter mit deiner Balance, mit deinem Wohlbefinden, dann habe den Mut, dich jemandem anzuvertrauen. Ja, sei es entweder im Freundes- und Bekanntenkreis oder gerne auch eines Professionisten, in welcher Form auch immer. Und für mich ist es überhaupt kein Zeichen der Schwäche, sondern im Gegenteil. Du hast für dich erkannt, du bist in einer Situation, in der du gerade mit deinem jetzigen Wissen und deinen Ressourcen und Kompetenzen so alleine nicht weiterkommst. Das heißt, du wendest dich an jemanden und signalisierst ja auch, ich will lernen, ich möchte verstehen, ich möchte
Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit lernen. Und in dem Dialog, manchmal reicht ja schon ein Gespräch, werden Impulse freigesetzt, die dir schon dabei helfen können, dir selber Gutes zu tun und das zu verarbeiten und für dich so zu nutzen, dass du sagst, ja, das ergibt Sinn, damit kann ich gut arbeiten und weiterleben. Oder eben auch, manchmal dauert es ein bisschen, dass man dir nochmal vielleicht eine Methode erklärt und Übungen, ja, dass du mit jemandem zusammen lernst. Und wenn diese Phase vorbei ist, kannst du ja auch sagen, wow, ich fühle mich jetzt sicher, kompetent, stark, gewappnet, wie auch immer, um das nächste Mal vielleicht sogar schon alleine zu schaffen. Also wie gesagt, trau dich, habe den Mut, dich deiner selbst zu bedienen und zu wachsen. Und genau, das soll es erstmal dazu gewesen sein zum Thema akute Belastungsreaktion. Und am Anfang habe ich ja gesagt, die kann bis zu 4 Wochen anhalten. Und ab 4 Wochen sprechen wir von einer Belastungsstörung bzw. posttraumatischen Belastungsstörung, der sogenannten PTBS. Und was wir darunter verstehen, das erkläre ich dir im nächsten Video. Und wie immer gilt, wenn du noch Fragen hast, Kritik, nochmal was nachlesen möchtest, unten in der Infobox findest du einmal 2 Blogs, die ich dir ans Herz legen kann, die aus der Selbstperspektive nochmal erzählen, gleichzeitig auch ganz viele Hilfsangebote schon formuliert haben. Ansonsten findest du unten nochmal Notfallkontakte über medizinische Begleitung, Therapeuten, das, was du gerade oder jemand anders brauchst, damit du Selbstfürsorge tragen, leisten, machen kannst. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.